Wie aus solchen ganz normalen Getränkedosen so etwas wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Das Gadget, um das es sich dabei handelt, nennt sich Dosenpresse und kostet knapp 13 Euro. Bevor wir aber ein paar Dosen zerquetschen können, müssen wir uns erstmal anschauen, was sich überhaupt in der Verpackung befindet. Zum einen hätten wir hier die eigentliche Dosenpresse. Netterweise wird noch ein kleines Set Schrauben mitgeliefert. Zu dessen Bedeutung komme ich gleich. So, und jetzt zum interessanten Teil des Videos. Vorher noch kurz zur Funktion. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Man legt hier unten die Dose rein. Als nächstes hebt man diesen Hebel hier um. Mit etwas Druck wird die Dose dann später zerquetscht. Das Ganze funktioniert nicht nur, wenn man die Dosenpresse auf den Tisch legt. Man kann sie auch mithilfe der Nägel an die Wand hängen. Würde man sie tatsächlich an die Wand hängen, würde das Ganze dann so aussehen. So, jetzt wurde aber genug geredet, jetzt wird gepresst. Die Dosenpresse. Insgesamt ein ziemlich nützliches Gadget. Die Dosen, die normalerweise viel Platz im Mülleimer wegnehmen, sind mit diesem Gadget zu kleinen Häufchen gepresst worden, die später problemlos entsorgt werden können. Mit einem Preis von 12,90 € erhält man ein schönes, gut verarbeitetes Gadget. Ich kann das Ganze nur weiterempfehlen.